Fuß vor, den Versfuß, und dann ist immer wieder zu hoffen, dass ich auch tatsächlich auf ein ausgefallenes Wort, für das in der Natur eigentlich kein Reim gewachsen ist, sich doch noch etwas Künstliches findet, das die Balance wiederherstellt. Ich weiß, dass das Interpretieren eigener Gedichte vielleicht für manche etwas degoutant ist, und Sie kennen ja den Ausspruch von Ernst Jünger: Wer sich selbst kommentiert, begibt sich unter sein Niveau. Aber darauf habe ich früher schon mal geantwortet: Wer Angst hat, unter sein Niveau zu gehen, der kommentiert sich selbst. Hier auf dem Hochseil sind solche Fragen und Bedenken, wie sie möglicherweise im Schützengraben auftauchen, überhaupt nicht angebracht. Und wir wollen getrost gewisse artistische Operationen kommentieren und nicht nur zur Illumination, zur Nachillumination des Gedichtes, sondern zu seiner Durchleuchtung und zu seiner Hinterspiegelung, auch und besonders dort, wo es um literarische Suggestions- und Verzauberungsmittel geht. Denn wir wollen ja immer gern wissen, wie wird in der Dichtung gezaubert und wie wird da der Zauberstab geschwungen. Das Gedicht, ich sprach davon, wartet mit ungewöhnlichen Reimen auf, die möglicherweise erlesen und vielleicht auch gesucht erscheinen. Und am Ende möchten Sie dennoch so ins Ohr gehen, als ob Sie gerade frisch weg von der Lippe kämen. In der Praxis legen sich solche Reime natürlich nicht von selbst. Man muss sie suchen, man muss sie auch eventuell experimentell heranklimpern, man muss am Sprachmaterial arbeiten, damit es auch richtig dann zu einem schönen Klang kommt. Und ich habe sogar eine Asservatenkammer, in der ich so meine Reime hängen habe, wie Dauermettwürste oder was auch immer. Denn normalerweise versorge ich mich jäger- und sammlerisch, bin dann aber auch Vorratswirtschaftler. Und gute Reimfunde müssen natürlich aufbewahrt werden und die aufgeschrieben werden, und die kommen auch dann in die kommen dann an ihren besonderen Ort, in ihren Heftern, in ihre Kisten und so, denn es ist ja so, wenn Sie einen wirklich guten Gedanken haben, eine Pointe, ist es furchtbar schwer, einen Reim dafür heranzubemühen. Wenn Sie aber zwei schöne Reime haben, ist es viel leichter, einen verbindenden Gedanken zu finden. Gedanken sind wohlfeil, Reime sind begrenzt. Einige Beispiele aus meiner Gefrierbox oder von meiner Organbank, die haben Sie früher mal gesammelt, zum Beispiel Polder, Akkordvergolder, Wäldchen, Eiskriställchen, Grill, Autogrill, Gleichnis, Bachwerkeverzeichnis, Stärker, Atomkraftwerker, Adorno, Hardcore-Porno. Interviewer, Wichtigtuer, Reizen, Drittlandweizen, Bolle, Frühlingsrolle, Fatme, ich beatme, gekapert, ausgeapert und so weiter. Einige von diesen sind dann tatsächlich auch schon in Gedichten aufgegangen, und Sie werden sehen, wie natürlich Sie sich darin machen. Rennst du gegen Wände? Rennst du gegen Wände, Mann, was soll der Stuss? Irgendwann ist Ende, irgendwann ist Schluss. Gestern noch paar Lieder, alle Mann zusammen, und schon seid ihr wieder raus aus dem Programm. Kommt ein Interviewer, fragt nach dem Lebenssinn, hau dem Wichtigtuer Portion Hackfleisch hin. Denkt er dann, er hätt was, sagen wir mal Substanz, du und ein zartes Etwas fliehen außer Lands. Bon voyage euch beiden, rund um Welt und Uhr. Liebe geht mit Leiden um, wie von Natur.